Willkommen hier zurück bei Rocket League. Und ja, heute ein bisschen unterwegs mit der Mexiko-Karre und natürlich kassieren wir gleich ein Tor. Leck mich. Gut eingestiegen. In eine Dreierrunde übrigens. Kurz reingeschmissen. Colin wusste es auch nicht. Nö. Macht aber nichts. Bin ja offen für alles. Ja, ich nicht so. Außer für, ja, das dachte ich. Also irgendwo hört es dann auch für mich auf, aber gut. Ich meine, manche Leute mögen das, dann muss man beleben, weißt du. Hm. Wie? Mein Ding wär's halt nicht. Naja. Ja, mein Ding könnte es sein, aber nicht in Verbindung mit einem anderen. Und schon wieder unter durchgesprungen. Das ist meine Spezialität. Und da haben wir wieder ein Tor kassiert. So ein Ding. 92. So ein Ding, jetzt reiten wir da die ganze Zeit drauf, ne? Und es wird immer schwuler. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hätten wir mit dem Thema bloß niemals angefangen. Da habe ich auch noch einen Hut auf, der die passende Form dafür hat. Du hast einen Regenbogen als Boost. Tja. Wie kam mir denn da bloß auf Schule? Ja. Ich habe da absolut kein Problem, jeder so sein möchte. Nee, ich auch nicht. Nur ich persönlich bin's halt nicht. Problem habe ich damit nicht, aber ich bin halt auch nicht dafür offen. Also das ist eine Sache, die ich definitiv nicht ausprobieren möchte. Ich selber habe aber auch schwule Freunde, dementsprechend habe ich an sich damit kein Problem. Aber jetzt die berühmte Frage, wenn dir jemand 1 Million bieten würde, würdest du oder würdest du nicht? Für 1 Million? Hm. Ich weiß nicht. Also für 1 Million könnte ich auch vielleicht 500.000 jemand anderen abgeben, dass er ihn abzieht. Und dann habe ich 500.000 und er 500.000 und der andere hat gar nichts mehr. Wenn er sie forst. Nein, würde ich nicht. Oh Mann, das hätte ein Tor sein können! Ja, er fliegt gefährlich vor das Tor. Oh, ich komme auch nicht mehr ran. Aber nein, das wäre mir das Geld nicht wert. Also, weiß ich nicht, da bin ich dann nicht käuflich. Man macht für Geld, glaube ich, extrem eine Menge, aber das ist einfach etwas, was eine Erfahrung, die ich nicht haben möchte in meinem Leben. Mhm. Oh nein. Und deswegen kassiere ich über ein Tor. Wie wäre denn deine Antwort, mein Freund? Das sehe ich genauso. Also Geld. Alles schön und gut, aber nee. Muss nicht sein. Das ist nicht mein Geschmack. War es nie. War es nie, nur weil sie gut tun. Wie gesagt, jeder so wie er will. Ich finde es auch gut, dass die jetzt. Aber woher weißt du denn, dass das nicht dein Geschmack ist, wenn das noch nicht so war? Boah. Das ging schon wieder zu weit. Machen können, dass die adoptieren können und so weiter und so fort. Das finde ich in Ordnung. Achso, nö, damit habe ich auch kein Problem. Also mit die meine ich natürlich homosexuell. Ja, weiß ich so. Das muss man ja jetzt nicht so. Liege. Ja, ich meine, warum sollten jetzt Lesben oder Schwule Kinder adoptieren können? Oder irgendwie. Also, es sind ja genauso Menschen wie alle anderen auch, deswegen ist es total schwachsinnig, da sich irgendwie gegenzustellen. Natürlich kann ich verstehen, dass es da einige Leute gibt, die dagegen sprechen und sagen: Ja, aber Vater und Mutter muss sein. Ich glaube auch tatsächlich, dass das so ist. Aber ich denke mal auch, bei Schwulen oder Lesben gibt es ja meist eigentlich auch eine Art Rollenverteilung. Ja, es gibt den dominanten Aktiven und den passiven halt. So ist es. Und dementsprechend denke ich mal, gibt es im Prinzip in Anführungsstrichen das dort genauso. Ja, irgendwie wird das hier nichts mit. Nein. Ich fliege gerade von der Decke. Das ja. Schade. Schmeckt nicht. Naja. Aber die liegen wir an, die Spur, die liegen wir an. Da werde ich gleich den Crowing überraschen. Wir machen mal bereit, vielleicht haben wir Glück.
Ja, komm, Toffolo. Du hast mich eher überrascht mit dem Thema, aber ist das okay? Mit welchem Thema? Dinge. Mit Dinge? Bin mittig. Mittig? Bin mittig, ja. Achso, du bist mittig. Achso, okay, gut, ich war jetzt immer noch bei dem Thema. Mit dem Thema habe ich doch eigentlich gar nicht angefangen, oder? Ich hätte ja auch sein, dass du zwischen den Stühlen stehst, dass du beides magst. Das wäre auch, dann wären wir schon wieder beim nächsten Thema. Wäre jetzt auch okay gewesen. Das erklärt, warum du sagst, das ist nicht dein Geschmack. Und das ist ja doch schon mal ausprobiert. Nein. Falls nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich war mal besoffen, kann sein. Alter, die Bälle fliegen hin und her. Ich habe übrigens einen neuen Geschwindigkeitsstrahl. Geschwindigkeitsstrahl? Ja. Ja. So ist das. Seitdem pinkelst du schneller, oder was? Nee, aber ich habe jetzt hier so einen blauen. Ach so. Du meinst Antriebsstrahl. Oh. Antriebsstrahl, ja. Und wieder dran vorbeigesprungen. Aber diesmal drüber und nicht drunter. Ja, wenigstens etwas. Oh, den haben wir. Und ich habe die beigeholfen. Sehr schön. Voll. Da sieht man nochmal meine Antriebsstreifen. Vielleicht nicht. Vielleicht nein. Nein. Boah, heißt das Düsenstrahl? Ach, ich. Düsentriebwerk? Düsen? Heißt es nicht Raketenstrahl? Oder Bremsspur? Mensch. Digga, was ist denn los? Wir werden langsam müde. Die Themen werden immer schlüpfiger. Mich irritiert es ein bisschen, dass die Leute genauso wie in FIFA hier jubeln. Das irritiert mich so ein bisschen an dem Spiel. In FIFA? Ja, FIFA-Fußball, ne? Weil die Leute doch hier so genauso jubeln und rumschreien. Wie beim normalen Fußball. Das finde ich etwas irritierend, weil... Ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr Action sein vom Publikum aus. Ja, das ist noch ja mehr zum Beispiel Flaschen geschmissen werden oder so, wenn die anderen gewinnen oder so. Über Feuerwerke gezogen werden. Ja, so, ja, genau. Bengalos oder wie heißen die Dinger? Bengalos, ja. Rein das Ding! Ah, fuck! Ach, der hat wieder die Blasen. Ole, 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 ole. Ja, wir sind müde, wir haben irgendwie keinen Skill mehr, die Luft ist raus. So, ich hab doch mein Tor gemacht. Ja, gut, das eine. Alter! Ja gut, das ist gleich ein Ball, dass man halt nicht mehr so der Fitteste. Den krieg ich glaube ich nicht. Nein. Nein! Oh, sehr gut. Dann machen wir es halt. So, den zieh ich nach vorne. Der kommt richtig jetzt nach vorne. Den hau ich zum Tor. Sehr schön. Und ich habe nicht mal eine Vorlage bekommen, ne? Spasti! Nein? Nein. Was denn? Weiß ich nicht. Vielleicht wer ihn berührt hat. Hm. Erster Ballkontakt, aber ist komplett in eine andere Richtung geflogen. Ne? Das kommt, weil einer hochspringt, der andere tief, sobald ich ihn berühre, weißt du? Ja. Toll, ich habe jetzt wirklich gedacht, du ziehst aufs Tor. Das hätte ich auch gedacht. Ja. Dass er ihn da oben noch gekriegt hat, der absolute Hammer. Was? Digga, der macht das hier fast allein, ne? Wo ist er? Nee. Nee. Da sind wir nicht mehr angekommen. Krasses Ding, was haben die jetzt auch? 2 zu 2? Also auch, was ist auch? Haben die jetzt auch 2 Punkte? Oder ein? Nein. Ein Tor.
Oh, da ist der Ball. Ich hab ihn gerade völlig aus dem Augen verloren. Ja, deswegen, es lohnt sich wirklich mal auf die Balkon. Switchen. Oh, 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 oh. Das könnte ein Tor werden. Das wird eins. Blitz! Wunder gibt es in Marina. Erst gelupft. Dann reingeschlüpft das Ding. Sehr schön. Die Explosion finde ich wirklich nice gemacht. Mhm. Erinnern an diese Holy Festivals, wo sie sich mit gegenseitigen Pulver schmeißen. Oh, den haben wir nice weggepfeffert. Ding und klatschen. Was mich wiederum an die Waldorfschule erinnert. Kommt. Oh, gut. Fuck! Kommt nochmal. Hab ich. Ah, das ist leider. Und er macht ja. Ihn! Oh, geil, ich hab den nach hinten irgendwie, glaube ich, gekickt. Und er hat ihn da direkt nehmen können. Ich hab ihn irgendwie so gestoppt. Warte. Ja, das ist schon vorgelegt. Nice. Diese breiteren, größeren Autos scheinen ja aber auch eher zu liegen als diese kleinen schmalen. Eher zu was? Eher zu liegen als diese kleinen schmalen. Also mit denen scheinst du was auszukommen. Oh! Viel zu hoch. Ja! Nein! Natürlich nicht, glaubt doch nicht immer dran. Vorsicht, der Ball. Hab ich. Hab ich. Nein! Merde. Aber den habe ich doch noch gehalten. Da einmal und gleich nochmal. Ach, minimal dran vorbeigeflogen. Die Gang hier fast umgefahren, ja. Wird's jetzt nochmal spannend? Ich sag. Erster Ballkontakt wieder, sehr schön. Ja! Geil, geil! Guck mal, 0-0-0, Alter! In der perfekten Zeit, weil das Spiel stoppt ja wirklich eiskalt sofort. Ja, ich habe mir gedacht, hauen wir einfach mal rein. Oh, du hast schon gewonnen. Krass, wir haben gewonnen. Sehr schön, das Ding. Blackfire Sternaufkleber. Wir haben schon mal was freigeschaltet. Die Karre sieht jetzt ein bisschen besser aus. Hier ist schon eine KI bei, das bringt nichts. AI nennt sich das von mir aus auch hier. Das heißt, damit hat sich das Thema voll erledigt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und wir schauen jetzt noch einmal ganz kurz, was wir hier freigeschaltet haben für diese Karre. Ich glaube, bei der werde ich erstmal bleiben. Die Größe, die gefällt mir ganz gut. So, das haben wir schon gesehen. Für welches habe ich das denn freigeschaltet? Verstehe ich nicht, ob der noch Sinn macht. Ach, für den Backfire. Man schaltet also für andere Autos, selbst für andere Autos, die man gar nicht fährt, was frei? Ja. Gut, dann ist es ja tatsächlich egal, was man macht. Dann ist es wirklich egal. Aber ich mag die Karre jetzt soweit, ich werde bei der bleiben und... Ja, läuft gut. Und mein Kollege macht hier wirklich viele Tore. Ich bin froh, dass ich ihn dabei habe. Und wir werden bestimmt noch einige spaßige Folgen mit ihm erleben. Also Leute, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr Bock auf das Spiel habt. Unten ist ein Link drin, wenn ihr Bock habt, mit uns zu spielen. Einfach mal unten reinschreiben und dann lässt sich bestimmt noch mal ein geiles Duell machen und das natürlich auch auf YouTube zeigen. Und ja, bis dahin macht's gut, Leute. Haut rein, ciao. Au revoir.